Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ja, heute habe ich den Daryl Combs wieder hier im Studio. Er ist Medizinmann, ausgebildet bei Indianern in Oklahoma. Er ist Trauma-Experte, spiritueller Lehrer und, was immer auch diese indianische Kultur alles gelehrt hat. Es steckt in ihm dieser Schamanismus, dieser Schamane, seine Weisheit von uralten Kulturen. Es ist mir eine Ehre, heute Ihnen eine weitere Sendung anbieten zu dürfen, nämlich über den Vagusnerv-Reset zu sprechen. Da fängt schon an, was ist ein Vagusnerv und wie macht man einen Reset, mit was für ein Ergebnis. Ich bin gespannt, was kommen möge. Bleiben Sie dran, es geht gleich los. Lieber Daryl Combs, ganz herzlich willkommen. Danke, danke. Jetzt aber, Vagusnerv. Ich habe das schon zwei, dreimal gehört, aber ich glaube, so eine große Masse ist dieser Vagusnerv gar nicht so ein Begriff oder nicht bekannt. Ist das in eurer Kultur zu Hause in Oklahoma, wo du aufgewachsen bist, ist das etwas, was man darüber redet? Ist das Medizin oder hast du das erst in Europa gelernt? Erklär mir ein bisschen das Bild. Also von der traditionellen Sichtweise, wir reden nicht über Nerven und der Vagusnerve in sich, aber über Resilienz. Und wie man umgeht mit Stress, mit Belastung, mit Trauma, Überwältigung, da ist sehr viel da. Und das 1:1 kann übersetzt sein mit Traumapsychologie, mit den Forschungen jetzt in akademischen Kreisen. Und die Kombination dazu bringt wirklich erstaunliche Ergebnisse für Heilung. Ja. Hat jeder einen Vagusnerv? Muss man vorstellen, es gibt einen sehr großen Nerv. Das ist der Hauptnerv. Der verbindet das Gehirn mit dem Rest des Körpers. Ja. Mit den Sinnen, mit dem Verdauungssystem, mit der Haut, mit alles. Und so, das ist der große Übersetzer. Ja, und Information kommt von beide Richtungen, von der Gehirn zum Körper, vom Körper zum Gehirn, durch diese Vagusnerve. Mhm. Der geht wirklich von da entlang bis ins Bauch, es breitet sich aus, es ist eine sehr riesige Nerve. Ja, und was interessant ist hier, ist, dass wenn man in einem Drohungssituation kommt, echt oder einfach fabriziert. Es ist einfach, wenn man eine Drohung wahrnimmt, dann die Körper hat ein automatisches System. Boom. Es kommt zum Überleben. Zieht sich zusammen, es wird die Adrenalin rausgeschossen, physiologische, chemische Reaktionen kommen, weil eben die Nerven sagen, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Der Gehirn schüttet verschiedene Chemikalien raus und macht Veränderungen im Körper, oder? Das ist ein Stressresponse. Flucht, Kampf, Einfrieren, ja, das sind die Hauptsachen. Fight, Flight, Freeze oder Please, sagt man in Englisch. Und das Please ist, wir vergessen, wer wir sind und unsere eigenen Grenzen und wir passen uns so an, dass wir machen alles für andere Leute, ja? Und auf jeden Fall, eine von diesen Stressresponsen, wenn es so aktiviert, ist es wie ein Motor, der im Hintergrund läuft. Und auch wenn der Stress vorbei ist, die Gefahrsituation vorbei ist, in der natürlichen Welt, Tieren fluchten, die gehen zu einem sicheren Ort. Wenn die dort sind, die gähnen, die schütteln und zittern und der Körper macht einen Reset. So dass es wieder auf einen normalen Zustand kommen kann, wo das Verdauungssystem und alle Systeme in einer normalen Funktion sind wieder. Das Problem ist in der modernen Welt, in dieser stressbelastenden Situationen, die wir haben, es kommt einmal eine Überwältigung. Ja, ein Trauma, eine Belastung innen, außen, der einfach zu viel ist, wie ein Sicherungsschalter auf der Stromkaste, zack. Und dann, du bleibst teils in dieser Stress-Response-Modus ständig.
durch diese Vagusnervus wird nicht resettet, sondern es hält diese Botschaft, schickt diese Botschaft ständig. Es ist gefährlich, es ist gefährlich, es ist nicht gut. Du musst aufpassen. Ja? Und damit der kleinste Ding, dann kippt dein ganzes System. Du kriegst einen Anruf und dann kommst du, kippst vor. Das ist Trauma, ja, genau. Ja? So, es gibt Wege, wo wir lernen, direkt mit dem Vagusnerv in Kontakt zu kommen. Und durch das, wir können direkt über den Körper und über diese Körperintelligenz ein Signal geben, so dass wir zur Ruhe kommen können. Wenn wir das nicht machen, dann gibt es Panikattacken, es gibt chronische Schmerzen, chronische Verdauungsprobleme, Migränen. Das Problem wandelt das Symptomen, mal da, mal da, mal da. Und Ärzte haben echt Schwierigkeiten, um das zu diagnostizieren. Ja, logisch. Ich meine, das ist ja alles irgendwo dann letztendlich eine psychische Sache dahinter, oder? Dass das System nicht losgelassen wurde oder nicht loslassen kann. Ja, psychisch, physisch und energetisch. Mhm. Diese, ja. So, bei den Apachen-Indianern und Indianern im Süden, wo ich herkomme, es gibt sehr viele Körperkontrolle-Techniken. Die haben tausende Jahre lang geforscht, wie die in diese arge Klimen, wo es sehr kalt, sehr heiß ist, überleben könnten. Ja? So, die haben eine sehr enge Beziehung zum eigenen Körper und zum eigenen Körperintelligenz. Und als Teenager, ich habe das trainieren müssen und wollen auch, wie man die Herzen runterbringt innerhalb einen Atemzug oder hochpulsiert. Ja, das spüre ich die ganze Zeit. Ja. Da geht der Rad wieder. Ja. Oder runterbringt. Mhm. Ja. So, eben, in meiner Arbeit mit Leuten sehe ich, das ist echt eine von den häufigsten Problemen, das es gibt. Bevor wir Heilprozesse schaffen können, auf einer emotionalen Ebene, auf einer physischen Ebene, auf einer innigen, wir müssen dem System erst sagen, Moment, diese Verletzung, dieser Schock, dieser Unfall, dieser Trauma, diese Belastung ist vorbei jetzt. Das heißt, dieses Korsett, was sich zusammenzieht, muss es erst wieder loslassen. Genau, genau. Und da gibt es Möglichkeiten, über das Fasziensystem zu arbeiten. Welches? Fasziensystem. Faszien, ja. Mhm. Was sehr verbunden ist mit den Nerven auch. Und da haben Indianer eben Tanz und die haben auch Klopfen. Mhm. Und die haben einen Stein, einen flachen Stein, der gelegt wird auf bestimmte Plätze am Körper. Und es wird geklopft mit einem Stück Geweih oder einem anderen Stein. Und dieser Klopfen baut so eine kinetische Energie auf, bis irgendwann die ganze System in diese gezielten Bereichen runterfahren können. Weißt du, wir rennen immer zum Therapeut, wenn sowas wäre. Ich meine, die Klopftechnik kennen wir ja auch und die wirkt ja unglaublich toll. Aber ich könnte es ja selber tun. Ja. Wenn ich wüsste, wie. Ja. Ja, eben. So, auf einer Seite, eine Klopftechnik, ist es anders als, oh, ich klopfe mit einer Fingerspitze oder so. Ich nutze einen tieferen Klopfen. Und diese Klopfen werde ich hier mit dem Mikrofon nicht machen. Aber bitte gerne. Bam, bam, bam. Ich kann es mit der Hand, ja. Fläche oder da. Und da werde ich hier am Brustbein zuerst mal klopfen. In Afrika, bei den schamanischen Kulturen, in Westafrika, die machen mit so einer Hand und die klopfen hier. Ja? Im Brust. Eigentlich Brustbein. Also das könnten jetzt die Zuschauer auch mal testen. Ja, gerne. Mit der flachen Hand. Mit der flachen Hand. Immer auf die Brust. Oder hier. Auf der Brustbein, nicht auf der Herz direkt, sondern auf der Brustbein. Und dann macht man das, kann man die Hände wechseln, ein paar Minuten lang. Ja? Und das geht, das Ziel ist, dass du ziehst bis zur Wirbelsäule hinten. Bam, bam. Nicht hart, aber stark. Dass es geht tief bis hinten, so dass der ganze Brustbereich, Rippen, hier gelockert sein kann. Mhm. Ja? Dann,
Wir kommen mit den Händen. Mit den Fingern so. Das kann man gerne machen miteinander. Und mit diesen Händen werden wir hinten am Nacken halten. Das kann man am Legen sehr gut machen. Und dann werden wir die Augen nach rechts drehen. Einfach direkt nach rechts. So weit wie es geht. Und einfach halten. 30 Sekunden bis 3 Minuten lang. Und der Fokus ist auf das Ausatmen. Man spürt, wie die Spannung da ist in den Augen, hinter den Augen, diese Muskeln, diese Verspannung. Wir halten diese Augenpunkt. Man kann es auch ohne die Hände im Sitzen, aber im Liegen, es geht besser mit den Händen da, sodass der Kopf bleibt. Ist es nicht so? Der Kopf bleibt. Die Augen kommen und dann wechsle ich die Seite und mache ich die linke Seite auch. Und ich halte das 30 Sekunden bis 3 Minuten, bis ich anfange zu gähnen. Ja, oder eine... Der Körper wird reagieren. Oft braucht es eine Minute. Ja, dann komme ich her und drücke ich die Ohren. Und in diese Ohren, also ich werde das ganze Gesicht grob massieren. Beide Ohren und dann Kiefer. Ich drücke eben die Ohren, die Kiefer und dann stecke der Finger in die Ohren, ja, und drücke ich nach unten. Ja, auf das man sieht. So, steck rein, drück nach unten. Und dann hier oben ist noch eine Stelle, wo ich nach oben drücken kann. Es kann ein bisschen schmerzen für manche Leute. Akupunkturpunkte. Ja, in Asien, die kennen eben auch diese Punkte. Indianer nützen Medizin, die nützen Kräuter, die nützen Wasser, der besungen wird. Von den Muskogee, die ich kenne. Also es wird aufgeladen mit der Energie, mit der Botschaft, es ist sicher jetzt. Heilung findet jetzt statt. Und es wird aufgeladen mit dieser Energie und dann dieser Wasch wird am Gesicht kommen, ja, an der Hände kommen, die Ohren gedrückt. Ja. Und das macht man, wenn man am Westen schaut. Ich lasse es los. Westen, nimm's mit. So, ich schaue nach Westen. Ich komme in Resonanz mit Naturgesetzen von den Westen. Und dann sagst du, okay, ich drücke. So, jetzt haben wir das. Wir haben die Augen. Und dann drücke. Ja. Der nächste ist ein Atmen. Und in diesem Atmen, es wird traditionell Lieder gesungen zum Loslassen vom Schmerz. Ja? Und wenn so ein Lied gesungen wird, dann von der Tiefe, das, was in sich steckt, dann Trauer, ein Stress, es darf raus. Es ist rau. Ja? Hey, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Hey, oh, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Oh, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Oh, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Oh, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Hey, oh, hey, hey, oh, my oh. Oh, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Oh, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Oh, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Ah, mama, my oh, hey, hey, oh, my oh. Hey, oh, my oh. Ich
glaube, jetzt herrscht in dir drin eine ganz tiefe Entspannung. Gell? Es tut was. Ja, es ist eine tiefe Entspannung, bin ich ganz sicher. Es kommt vom Tief. Ja. Und die Lasten des Tages oder weiß Gott, was ist alles weg. Jetzt bist du im Entspannungsmodus. Ja. Auch das hat mir kürzlich auch ein Mediziner erklärt, du hast das heute da erwähnt, bis man gähnt. Und da hat mir gesagt, wenn man anfängt zu gähnen, dann stellt der Körper um von Anspannung auf Entspannung. Ja, genau. Und in der Entspannung habe ich die Heilungsprozesse. Ja. Da kann ich gesund werden. Das ist faszinierend. Gell? So, Gesang wird benutzt, um den Atem zu verändern. Mhm. Aber ein Gesang, der kommt von hier. Nicht von hier. Bam. Und dann noch so ein Atmen, wo du tief einatmest und dann ausatmest und dann die Luft anhältst. Bis dieser Wutreflex kommt. Ja. Und wenn wir an diesen Reflex kommen, dann wir triggern einen automatisierenden Prozess. Wir kommen an dieses Nervensystem, aber jetzt in einer sicheren Art. So, nachdem, dass du darfst es loslassen zum Essen, zum Kompostieren, Hingabe, Luft halten. Solange wie es geht. Das ist reine Medizin. Das ist in Russland sagt man, das ist die Poteiko-Atmungstechnik, die sich heute auch in der Schulmedizin und sogar Krankenkassen zahlen sogar solche Therapien. Was du jetzt gerade gesagt hast, ausatmen, halten, bis dieser Reflex wieder kommt. Der Wim Hof, dieser Iceman, wo weltweit bekannt ist, macht das einfach mit 20, 30 Mal atmen und dann anhalten. Und er hält den Atmen 7-8 Minuten an. Das ist ja unglaublich. Das ist super, ich habe es jetzt auch schon getestet. Ich war irgendwo bei 3,5 Minuten. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich dachte, nach 2 Minuten fällt man um. Ja, ja, ja. Jetzt halte ich den Atem 3,5 Minuten an. Perfekt. Und in dieser Phase, da tut sich da oben was auf. Diese Entspannung, diese Sinneswahrnehmung. Ja. Es, boah. Ja. Ja, und die sind geniale Techniken. Und jetzt aber dazu zu ergänzen, von meiner indianischen Sichtweise, das, was wir machen, ist nicht einfach eine Insel, eine Oase. Wir machen es nicht allein. Wir sagen, Erde, trage mich. Der Stuhl trägt dich gerade. Der Boden trägt den Stuhl. Es hat eine Tragekraft. Und die innere Erlaubnis zu geben, ich darf getragen sein. Mutter, trag mich jetzt. Das ist eine Einstellung, ich bin getragen. Toll. Ich kann das nur doppelt unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir wieder lernen, aus diesem Hamsterrad des Stresses, der Hektik, der Aufregung, des du musst und du solltest und überall gerecht zu werden, bis hin zu Ängsten, wo heute ja auch sehr stark gepriesen werden. Du musst da Angst haben, du musst da Angst haben. Heute müssen wir nach Taliban Angst haben und. Ja, ja. Und das sind ja alles diese Dinge, die wir eigentlich in uns drin wieder lösen sollten, weil dieses Korsett immer enger wird. Und das ist kein gesundes Korsett immer in der Anspannung. Das ist der Fluchtmodus. Ja. Und mit so einfachen Techniken, mit Klopfen, Augen, Kopf halten. Und eine noch. Eine noch. Gibt's eine. Und zwar, wenn wir in eine Stresssituation kommen, vor allem wenn es richtig gefährlich wird, wir kommen in einen Tunnelblick. Ja. Unser Nervensystem pusht hoch und es wird eine automatische Response vom Tunnelblick. Und es ist schade, dass so viel von unserem Alltag ist in dieser Tunnelblick auch. Ja. Vor dem Computer sitzen, wie immer. Bei Indianer, es wird gelehrt vom Kleinen auf, in die weiten Winkel, der Eulenblick zu kommen. Weiche Augen zu haben. So dass durch die periphere Vision, du schaust den Horizont an, aber du hast das ganze Blickfeld, wie wenn die Hände so ausgedehnt werden und du siehst die Finger links und rechts gleichzeitig, das ganze Feld in deinem Blickfeld. Das nennt man den Eulenblick.
es wird nicht fokussiert auf irgendwas Spezifisches, so wir bewusst kommen in einen tieferen Blick. Durch das, der Körper weiß automatisch, oh, es darf es wieder sicher sein. Und wenn ich in dieser Eulenblick in der Natur gehe, bewege, durch die Bewegung, mein Körper kann selbst regulieren, kann prozessen. Ja? Es gab Studien, wo Leute in dieser Weitwinkelvision im Gehen sind, innerhalb 20 Schritte, die kommen von einem Beta auf einen Alpha-Zustand, von den Gehirnwellen. In sehr kurzer Zeit. So, es tut was. Und das ist etwas, was wir trainieren sollten. Ja, das war gerade meine nächste Frage. Das solltest du eigentlich an Seminaren anbieten, sowas, dass die Leute lernen, in die Entspannung zu kommen, über diese Technikvielfalt, oder gibt's das schon? Es gibt schon eine Möglichkeit, online und live. Mhm. Und durch die Membership-App, die wir kreieren, wo wir kleine Meditationen, kleine Routinen, kleine Schritte, die man lernen kann zum Integrieren im Alltag, die so wichtig sind, ja. So, es gibt die Möglichkeit, eine Begleitung zu kriegen, wo man sehr strukturiert, einfach wie ein Fitnessplan, diese Schritte lernen kann. Und man bleibt dran. Weil die Vagus-Ton nennt man das, die Kraft von den Nerven. Die sind jetzt schlapp. Also, wenn das nicht trainiert wird, wie Wim Hof sagt, mit dem Kaltwasser, Heißwasser und dem Kaltwasser, es trainiert die Nerven, werden straffer. Mhm. Ja? Also ähnlich. Wir trainieren den Vagus-Ton, sodass wir lernen, fit zu sein im Nervensystem. Ja, und das mache ich gerne durch geführte Meditationen, durch Videoanleitungen, durch die Ausbildung, die wir haben, wo wir das in Gruppen machen und zu Hause sehr gezielte Übungen, was man lernen kann. Jetzt, wir haben mal eine Sendung darüber gemacht, wo wir über diese zweiwöchige Ausbildung über die Woche und später nochmals eine Woche geredet haben, um was da alles gelernt wird. Dann wird diesen Vagusnerv, dieses Loslassen können, in diesen Entspannungsmodus zu kommen, auch in diesen Ausbildungsseminaren trainiert. In der Ausbildung, wir gehen ein bisschen gezielter, wo wir lernen, Triggern einzusetzen. Ähnlich wie NLP-Triggern. Wir lernen, Triggern zu setzen, wo sagen wir, okay, jetzt bin ich wach, aber entspannt. Bam! Jetzt bin ich entspannt und ich kann schlafen. Das geht so schnell. In einen Atemzug. Wir lernen, also den Atemzug schon zu verbinden aus Auslöser. Es gibt so viele Situationen im Leben, wo man wirklich angespannt ist und es braucht lange, bis man sich wieder entspannt. Aber wenn man natürlich solche Triggerpunkte baut und Energie aufbaut, dass dieser Kanal groß und breit ist, dass man diese Spur sehr schnell fahren kann, dann verstehe ich das. Es ist wieder eine reine Geschichte hier oben. He? Ja, früher Indianer und früher unsere Ahnen haben nicht 15 Jahre Zeit gehabt, ins Therapie zu gehen und einfach den Stress zu halten. Die haben diese Erfahrung nicht, das war nicht möglich, oder? Die mussten resilient sein, die mussten überleben, die haben dann Werkzeuge gelernt und benutzt, aber immer in Zusammenhang auch mit der Natur. Aber weißt du, was mich noch, es ist ja alles logisch, was wir sagen, trotzdem, wenn du als Betroffener siehst du eigentlich gar nicht den Punkt, dass ich jetzt eigentlich entspannen sollte, sondern ich bin im Fahrwasser drin. Und da frage ich mich auch bei deiner Kultur, wie wusste das ein Indianer, dass es jetzt eigentlich höchste Zeit ist zu entspannen? Wurde ihm das eigentlich als Kind gelehrt, dass er weiß, oh, jetzt ist der Punkt erreicht? Weil wir haben ja das nicht gelehrt. Ja. Darum schießen wir doch übers Ziel hinweg. Ja. In unseren Kulturen, wir lernen, Schmerz zu vermeiden, das Unangenehm zu vermeiden, Stress zu vermeiden. Und so, wenn ein Stress aufgebaut ist uns, wir haben andere Strategien, umzugehen mit dem. Ablenkungsmanövern, oder? Essen. Essen, trinken, Drogen, egal. Also so viele konsumieren. Aber letztendlich, das besättigt, es beruhigt
diese Nerven und dieser Stress nicht in uns. Und wenn wir lernen, zuerst mal bewusst in dem hineinzutauchen, zu sagen, ich nehme es an, ich sehe, was da ist, das ist die inner Tracking, die inneren Spuren lesen, was gelernt wird, im Kleinen auf, bei Indianern im Süden. Ich kann nicht von allen Indianern reden, aber die Einstellung von Achtsamkeit, innen, außen, was passiert hier, wird gelehrt. Dann durch die Ritualräume, es wird an dem Moment gepusht, wo du in die Hingabe kommst, sprich loslassen, lernst. So, es wird wertgeschätzt. Stille wird wertgeschätzt. Loslassen wird wertgeschätzt. Das Geben wird wertgeschätzt in indianischen Kulturen. So, ich gebe was. Ich komme in der Stille, in eine Schwitzhütte, in eine Visionssuche, in einem Tipi-Zeremonie oder wie immer. Und dadurch, oder durch ein Stomp-Dance, wo du stompst durch die Füße, so alles raus, es wird gelehrt in diese Kulturkreise. Durch unsere Gespräche machst du immer mehr Menschen, bin ich überzeugt davon, neugierig, dass man solche Indianerkulturen, Routine, Gepflogenheiten, Weisheiten eben selbst mal lernen sollte, um es hier auch in der westlichen Welt ein bisschen umzusetzen zum Wohl von uns. Du hast eine Akademie dazu gegründet und vermittelst ja dieses Wissen. Kannst du mir noch ein bisschen mehr sagen, was ist alles auf dieser Plattform und was lehrst du? Was kann man alles bei dir konsumieren, damit dieses einmalige Indianerwissen nicht verloren geht, sondern sich auch hier in Europa zum Wohle von uns allen ein bisschen mehr verbreiten kann? Das ist eine Ausbildungswoche, da haben wir mal darüber geredet. Genau, genau. Also diese Akademie ist gegründet, um Leute, Menschen, gute Menschen zu unterstützen, die Heilung für sich brauchen, die Heilung in die Welt bringen möchten, die etwas beitragen möchten für die Erde, für ihre Community, ihre Gemeinschaft, für ihre Firma, für was auch immer und Familie. Und so durch diese Akademie, wir kreieren Räume, virtuell, live, kleine Räume, größere Räume, längere Räume, zeitlose Räume, eben, wo wir diese traditionelle Wissen forschen können, wo etwas überliefert darf. Wir lernen traditionelle Wege, um eine Sichtweise zu öffnen, wo wir einen sehr konkreten Zugang haben mit der Intuition, wo wir lernen unsere eigene intuitive Sprache. Ja, und wir lernen, das zu benutzen, sehr genau. Ja, weil wir lernen, unsere eigene Vision zu spüren. Was will ich in die Welt bringen überhaupt? Ja, und wie? Ja. Ja, und so, das hat verschiedene Formen. Man kann durch die Unterstützung von Gleichgesinnten, Leute mit ähnlichen Werten, es kann diese Prozesse beschleunigt, gestärkt sein. Das ist so heilsam. Ja. Da gibt's kleine Seminare. Und da gibt's lange Seminare. Man kann also jahrelang bei dir geschult werden, wenn das jemand will. Aber mit dem ersten Schritt in die richtige Richtung tut sich das Tor auf. Ich glaube, die schamanistische Reisen haben wir auch schon gesprochen. Also hier ist so viel Wissen reingepackt, wo ich mich einfach herzlich bedanke, dass du das eigentlich nach Europa trägst und mit der deutschen Sprache versiert bist und uns dieses Wissen vermittelst. Also ich wünsche, dass sich das natürlich sehr stark verbreitet. Und wenn jetzt jemand Interesse hätte, sich da schlauer zu machen darüber, was alles angeboten wird, gibt es da eine Plattform, wo man sich schlau lesen kann? Gerne, ja, auf jeden Fall. Das ist thehealingpresenceacademy.com, in Englisch geschrieben, healingpresenceacademy.com. Da findet man alle Infos. Super. Herzlichen Dank, lieber Daryl. Bitte und viel Spaß mit dem Ohrenziehen. Ja, oder das Klopfen. Ich denke, das ist auch schon mal gut. Ja, und so schön singen wie du kann ich noch nicht. Aber war das eigentlich eine Sprache, die du gesungen hast vorher? War das eine indianische Sprache gewesen oder einfach nur Wortlaute? Es ist eine Mischung von beides. Ja, also das sind sehr spezifische Wörter.
die gesungen in einer bestimmten Art und Weise sind. Mhm. Ja. Ich habe mich sogar gerade gefühlt wie in einem Indianerfilm. Weil es war so echt. Und ich, du bist echt. Das ist ja das. Du bist wirklich echt und nicht einfach ein Schauspieler. Er kommt wirklich aus diesen Kulturen. Und deshalb war das so authentisch. Noch was. Danke vielmals. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geben Sie Acht auf sich, auf diesen Vagusnerv. Schauen Sie, dass Sie wirklich immer wieder in diesen Entspannungsmodus reinkommen und aus die Hektik des Tages einfach loslassen. Und wenn wir mit solchen Werkzeugen, wo wir heute gehört haben, diese Entspannung schneller hinkriegen, dann sollten wir das wirklich nutzen. Viel Erfolg damit, alles Gute, bis ein anderes Mal und wieder miteinander.